Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Channel. Friends, ich bin ein bisschen neugierig auf das, was wir jetzt vor uns haben. Wir haben Lamborghini Doors in der Piano-Version live performt, denke ich mal. So sah es auf dem Thumbnail zumindest aus. Von Apache. Wir werden uns, wer hat an der Uhr gedreht oder an der Uhr gedreht, auf jeden Fall noch geben und so weit. Das kommt in den nächsten paar Tagen online. Ist jetzt schon für Kanalmitglieder beides online, falls ihr es abchecken wollt. Macht das gerne. Ansonsten kommt es, wie gesagt, in den nächsten paar Tagen einfach. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf, weil ich mir bei Lamborghini Doors sehr gut vorstellen kann, wie der in einer langsameren, piano-gefühlvolleren, mehr auf die Stimme fokussierte Version funktionieren könnte. Ich bin gespannt, war das ein richtiger Satz? Wahrscheinlich nicht. Wir hören rein, Friends. Let's go. Okay, das Ganze ist produziert von Suena, Originalsong produziert von Jumper. Das heißt, wir haben Suena am Piano. Denke ich mal. Wenn wir jetzt eine sehr attraktive Frau mit Locken am Piano haben, dann ist es Suena. Ja, okay. Kennst du schon die Geschichte vom 10. Stock? Mm. Vom Typ mit schwarzer Seele und der goldenen Glocke. Bro, ich sag's wie es ist, der Anfang ist viel, viel angenehmer auch schon. Die Hut hat ihn kaputt gemacht. Ja, Mann, in der langsamen Version. Ist voll, ey. Yeah. Er hat noch nie geliebt. Und auch die Stimme ist angenehmer einfach. Denn er wurde nie geliebt. Das ist das, was ich bei Apache immer meine. Weniger ist mehr bei ihm. Er braucht nicht so viele Sachen, die noch an seiner Stimme gefixt und geändert werden müssen. Braucht er gar nicht. Weil ihm nichts anderes blieb. Bro. Geht er raus. So was ist angenehm. Und holy shit. Mm. Siehst du Knie tief in seinem Loch. Und da sind auch die höheren Stimmelemente viel, viel angenehmer, weil es nicht übertrieben noch bearbeitet worden ist, sondern weil es einfach von ihm aus gemacht ist. Viel zu los, Lamborghini doch. Oh, das kommt gut. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. Ja, Mann. So weit von Gott, jeder kennt seinen Namen. Hier. Hohe Stimme viel angenehmer als auf dem originalen Song. Ich hoffe, dass wir das auf Spotify auch bekommen. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. Bro. Und natürlich, ich weiß, hier wurde auch einiges noch geändert und Stimme, bla bla bla, aber es ist deutlich angenehmer einfach, als wenn man das auf der Spotify-Version hört. Ich will die jetzt auch nicht verurteilen, aber es ist hier einfach angenehmer, finde ich. So weit von Gott. Bro. In einer Welt, in der du mit einer Rolli weiterkommen kannst. Holy shit, was ist das für eine Stimme? Sein Herz zu zigtausend kleinen Steinen an seinem Arm. Hm. Die Lieferung zu spät zeigt ihm seine Daytona. Ich lieb's, wie er so am Ende der Zeile so runter geht in dieses, also so runter von der Stimme, nicht so viel Power, sanfter wird und aber mit der Stimmlage hochgeht. Er ist so am Arsch, er hat noch nie geliebt. Das kommt gut mit dem Piano. Denn er wurde nie geliebt, weil wow. Ihm nichts anderes blieb, geht er raus und verkauft Liebe vom 10. Stock. Siehst du ihn knietief in seinem Loch? Crazy. Viel zu los, Lamborghini Doors. Er rollt tief, tief, tief um seinen Block. Also das ist wirklich wunderschön begleitet vom Piano hier bei Suena. Also das ist wirklich Kunst. Das ist Kunst, Mann. Das ist einfach Kunst. So weit von Gott, Lamborghini da. Oh. Lamborghini da. Bitte gib uns davon eine Spotify-Version. Herr Apache, Mr. Herr Apache, Frau Suena. Gibt's das auf Spotify, Friends? Wir schauen direkt nach. Apache. Apache. Nee. Keine Piano-Version davon. Da kommt ein kleines, trauriges, weinendes Auge bei mir raus, Freunde, ja. Ey, etwas kürzere Reaction heute. Ich konnte gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe es einfach versucht, ein bisschen mehr zu genießen hier.
Ich finde die Piano-Version angenehmer. Ich kann verstehen, wenn man die originale Version auch bevorzugt irgendwie. Aber für mich war das irgendwie der besondere Take. Das Gefühlvolle, das Langsame, das Piano wunderschön von Suena gespielt. Die Atmosphäre, das Feeling, nicht so viel schnicki-schnacki noch bearbeitet worden, sondern einfach mehr von ihm selbst, weil er braucht gar nicht viel mehr, in my opinion. Schreibt mal rein, welche Version ihr besser findet und ich hoffe, wir kriegen vielleicht noch eine Spotify-Version in den nächsten paar Tagen. Ansonsten, habt einen wunderbaren Tag, Friends. Shoutout an... Shoutout. Haltet Ausschau nach Soweit und nach An der Uhr gedreht. Ich freue mich drauf. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und...